Ich glaube, niemand rechnet damit, eines Morgens aufzuwachen und mitten in einem Krieg zu stecken zwischen zwei Geheimbünden. Also ich nicht. Aber hier bin ich. Auf der einen Seite die Templer, besser bekannt als Abstergo Industries. Ihr Geschäft heißt Macht. In Politik, Wirtschaft, Technologie. Sie geben nicht auf, bis jeder Einzelne von uns ihnen dient. Quasi. Gegen sie kämpfen die Assassinen. Eine Gruppe, die den freien Willen der Menschen schützen will. Durch mein Blut gehöre ich zu ihnen. Vor ein paar Wochen fanden mich die Templer. Sie entführten mich, banden mich auf eine ihrer Maschinen und ließen mich arbeiten. Das Ding heißt Animus. Darin verbrachte ich viel Zeit. Erlebte die Erinnerung meiner Vorfahren, entdeckte ganze Leben, gespeichert in meiner DNA. Ich erlebte die Erinnerung des Assassinen Altair. Er war bei den Kreuzzügen. Die Templer wollten den Standort eines sogenannten Edensplitters finden. Ein antikes Artefakt, das den Willen beeinflussen kann. Sie dachten, sie hätten, wonach sie suchten. Und beschlossen, mich zu liquidieren. Aber Lucy half mir. Lucy. Als es ganz finster aussah, gab sie sich als Assassine zu erkennen und floh mit mir. Ich hoffte, das wäre das Ende meiner Pechsträhne. Aber es war erst der Anfang. Ich stieg wieder in einen Animus. Nun erlebe ich die Erinnerungen von Ezio Auditore da Firenze, meinem Vorfahren aus der Renaissance, auf der Suche nach Antworten. Durch den Sicker-Effekt werde ich nun wirklich zu einem Assassinen. Und das ist gut so, denn die Templer wollen uns alle versklaven. Sie fanden uns. Sie stürmten unser Versteck. Jetzt fliehen wir und suchen nach Schutz. Doch es gibt keinen. Die Zeit läuft. Mein Name ist Desmond Miles. Das ist meine Geschichte. Wie habt ihr mich gefunden? Mario Auditore führte mich her. Rebecca, was ist los? Ich muss eine Diagnose machen. Ich melde mich gleich. Es ist getan. Die Nachricht überbracht. Wir verlassen diese Welt. Wir alle. Wir können nichts mehr tun. Nun liegt es an dir, Desmond. Was? Wer ist Desmond? Ich verstehe nicht. Bitte wartet. Ich habe so viele Fragen. Und damit herzlich willkommen hier bei Assassin's Creed Brotherhood oder Assassin's Creed 2 Brotherhood, wie auch immer. Ist ja schon eine ganze Weile her, dass ich den zweiten Teil mal rausgebracht habe. Und ich dachte mir, es wird mal wieder langsam Zeit, weil das halt eine Reihe ist, die ich doch gerne komplett, also zumindest bis zu Syndicate, auf dem Kanal haben möchte. Problem ist natürlich immer wieder mal die Zeit und so, ne? Deswegen kommt das jetzt so als drittes. Deshalb auch nicht wundern, die Folgenlänge wird zum Beispiel sehr unterschiedlich, denke ich mal, werden aber mindestens eine halbe Stunde. Und ich werde das an sich, bevor die erste Folge rauskommt, wahrscheinlich dann schon durch haben. Ich kann das halt immer dann bloß aufnehmen, wenn ich wirklich Zeit habe, und ich möchte halt auch nicht, dass das abbricht für diejenigen, die das vielleicht täglich verfolgen wollen. Ich bin auf jeden Fall erstmal gespannt, ob ich wieder in die Steuerung vernünftig reinkomme, und es ist keine Remastered-Version, ich denke mal, das sieht man schon, aber mir geht's halt prinzipiell da eher um die Story.
Ja, und da ist mir jetzt dann die Grafik halt, ja, nicht so übermäßig wichtig. Mir ist halt bloß wichtig, dass ich die komplette Geschichte hier nochmal zeigen kann auf dem Kanal. Und ja, ich starte erstmal rein, wahrscheinlich erstmal wieder ein Tutorial. Und ich hoffe, dass ich nicht vergesse, dann irgendwelche Ladebildschirme oder so, solange ich da nicht quatsche, irgendwie rauszuschneiden. So schlimm wie beim Affair dürfte es ja, glaube ich, nicht werden. So, jetzt will ich aber nicht so viel rumquatschen, sondern reinstarten. Schoß der Erde, als in der Hand der Menschen. Onkel! Was soll ich sagen? Wir schickten einen Mann gegen eine ganze Armee. Ich war besorgt. Schnell, komm hoch! Wir müssen hier weg! Mach mal sofort. Was mir aber gerade aufgefallen ist, ich hoffe, dass das vom Sound her auch für euch geht, dass das nicht zu sehr gedröhnt hat. Bei mir auf dem Kopfhörer war es zumindest gerade so gewesen. Okay, jetzt muss ich hier länger halten. Okay. Nein, noch wollen wir nicht killen. Also, hallo? Ah, okay. Also, wie gesagt, ich muss erstmal wieder in die Steuerung reinkommen, natürlich. Alles richtig gemacht. Ja. Och, Desmond. Alter. Hilfe, ich will nicht eine halbe Stunde damit verbringen. Willst du mich verarschen? Ich will mal automatisch springen, weil das dann irgendwie leichter geht. Aber vielleicht muss er es erst wieder lernen. Kann ja auch sein. Okay. Aber wo? Ach da! Ich muss mich halt echt mit dem Knöpfchen drücken zurückhalten. Nein. Er macht's einfach nicht. Ach Typ. Ihr würdet nicht glauben, was ich gesehen habe, Onkel. Dann bleib mir bloß am Leben, damit ich davon erfahre. Ich rechne mit Widerstand. Und ich rechne damit, dass die Borgia heute Nacht viele Verluste beklagen. Ja, wenn wir mal gucken, wenn ich mich weiterhin so anstelle. Ach, das muss schnell gehen, okay. Ich spiel mal ein bisschen mit dem Messer rum, um reinzugucken. Cosa fate qui? Assassini! Gott wird euch für eure Sünden strafen! Ihr habt diese heilige Stätte geschändet! Ihr verdammt, was ihr nicht versteht! Wir müssen gehen, Ezio, los! Okay. Die werden es doch hoffentlich nicht tun. Ups. Ich bin nicht so fürs Schubsen. Eher fürs Umbringen. Aber gut, die Leute tun uns ja nichts. Hat Rodrigo dich verletzen können? Kaum. Meine Rüstung schützte mich. Okay. Allgemeines Tutorial also. Auch nicht so schlecht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich richtig laufe, aber ich... Ach komm. Ich schätze einfach mal. Oder ich warte auf ihn. Das Ding ist, ich weiß jetzt nicht, wo die ganze Kohle herkommt. Dass das aus dem alten Spielstand übernommen wurde? Sei bereit zum Kampf. Jawohl, Chef. Ja, dann lass mich mal vorbei hier. Was tut ihr denn? Ah, es geht. Wa? Ich kenne dich so, wie es aussieht. Nicht schlecht, alter Mann. Stimmt. Eisen treten, au. Naja, bin mir nicht so sicher. Ich würde. Was machst denn du jetzt? Sehr gut. Imposant. Ah, okay. Muss erst mal wieder gucken, wo Blocken ging. Ich glaube, das war sowieso das Geheimnis. Einfach einen Schlag abblocken. Und bam. Ciao, Junge.
Obwohl ich nicht weiß, ob das hier mit der versteckten Klinge dann auch so wunderbar funktioniert wie in den Teilen danach. Aber ich werde es ja sehen. Hauptsache ich lose nicht so extrem ab. Und ich werde übrigens auch nicht komplett alles mitnehmen. Also die Hauptmission ja und alles, vielleicht ein paar Nebenmissionen, aber jetzt alles sammeln, so wie Truhen und sowas, gab es hier glaube ich auch, werde ich nicht machen. Das würde sonst zu lange dauern. Ja, ich helfe dir. Ciao. Nanu, geh voran, Junge. Wir haben doch keine Zeit. Wo bist du? Ihr reitet euch immer tiefer in die Jojo. Na, alter Mann, kommst du aber nicht mehr so hinterher, wa? Vielleicht sollte ich mal hier warten. Ach komm. Ernsthaft? Wollte ich schon wieder zu schnell. Warte, Onkelchen. So. Zack. Nein! Oh, Schwein gehabt. Oh, da muss ich erstmal wieder gefühlen. Lalalala. So, ja. Warte, warte, ich bin gleich wieder da. Finde ich aber nett davon, nett von ihm, dass er wartet. Tschüss. Ja. Habe ich wieder kein Schwert dabei, oder was? Ja. Onkelchen, kannst du mal was machen? Ja, warum habe ich eigentlich kein Schwert? Kann ich das da nehmen? Warte, warte, warte. Okay. Na, Alter. Geht doch. Ich verstehe jetzt aber nicht, warum der das Schwert weggelegt hat. Oh. Ich wollte das Spiel mich auch rein. Alter Onkel! Ernsthaft. Du sagst die ganze Zeit, muss schnell gehen und du machst nichts. Was machst du jetzt da unten? Kommt der Herr noch oder? Was ist das jetzt hier? Erste Folge schon, na? Ein Bug oder was? So. Bist du bei Besinnung? Geht doch. War eigentlich nicht so beabsichtigt, aber ey, wenn er es braucht. Sag ich mal nicht nein, wa? Wir werden ja nicht in dem Let's Play genug schnetzeln. Alter, jetzt spring doch mal. Da bin ich auch mal gespannt. Ich glaube, das hatte ich so beim normalen Durchspiel früher auch gehabt, dass dann, ich aufgrund dessen so eine Sachen dann immer nochmal neu starten musste. Ich hoffe nicht, dass es zu oft passiert. Was ich eventuell machen könnte, wäre vielleicht die ganzen Türme zu erklimmen. Auch wenn das vielleicht teilweise ein bisschen lange dauern könnte. Alle mitzunehmen, aber dann hat man wenigstens die komplette Karte auch. Das wird ja hier, glaube ich, auch nicht anders sein. Die Entscheidung liegt allein bei dir, doch fälle sie schnell. Gib ihn mir. Mach später damit, was du willst. Danny. Spring! Und dann sprach Minerva von der Sonne. Zurück zu Hause. Von einer Katastrophe, die vor langer Zeit geschah und wieder geschehen wird. Ja, irgendwann weit in der Zukunft, Vero. Dann müssen wir uns darum nicht sorgen. Sieh. Naja. Vielleicht ist unser Werk vollbracht. Wäre das so schlecht? Wahrscheinlich nicht, aber gut, warum sollten wir dann das Spiel spielen, ne? Wir haben das Arsenal aufgestockt, als du weg warst. Ah, und jetzt ist es üblich, Besucher mit Kanonenkugeln zu empfangen? Bitte verzeih. Sie stehen erst seit ein paar Tagen. Meine Männer sind im Umgang noch nicht geübt. Hat man nicht gemerkt, weil die ja schön daneben geballert haben. Aber ich glaube, das war auch der Teil, wo ich jetzt unsere Hütte nochmal aufrüsten konnte. Und Haufen Gemälde und sowas auch kaufen konnte.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt mit dem Teil davor verwechsel, aber ich glaube, das war bei dem gewesen. Was ich eigentlich auch ganz cool fand. Aber wie gesagt, das sind so eine Sachen, die werde ich, glaube ich, weglassen, weil es einfach zu lange dauert. Und wir können uns, glaube ich, auch Waffen noch kaufen, die wesentlich besser und so sind, um, naja, leichter durchzukommen. Aber wie gesagt, das werde ich dann machen, wenn ich es für notwendig halte, weil normalerweise durch die Kämpfe sollte ich doch einigermaßen gut durchkommen. Ja. Willkommen zurück, Ezio. Ja, freut mich auch. Oh, ich komme später zu dir, keine Sorge. Buongiorno. Salve, Mario. Schön, nach Hause zu kommen. Seht euch die beiden nur an. Dieser Ort macht sich langsam. Ja, aber auch nur langsam. Nur dank dir. Bruder. Claudia. Schön, hier zu sein. Wie geht's Mutter? Ganz gut. Ich hörte, dass du kommst, aber ich wollte es mit eigenen Augen sehen. Die Contessa von Forli will dich sprechen. Ich wusste nicht, dass du so berühmt bist. Katharina? Hier? Es ist also vorbei? Ist der Spanier wirklich tot? Versammelt am Abend alle in Marios Büro. Dort erkläre ich euch alles. Sei gewappnet, Ezio. Sie werden viele Fragen stellen. Claudia, sag der Contessa, ich freue mich, sie heute Abend zu sehen. Wow. Wow. Nächste verfügbare Erinnerung. Okay. Okay, okay. Ich gehe erstmal. Ich latsche erstmal hinter den her. Ach ja, unsere heißgeliebte Schwester, die ja so toll mit den Finanzen umgegangen ist im letzten Teil. Komme ich hier eigentlich rein? Mal. Natürlich nicht. Es ist unsere Bude, aber ich komme da nicht rein. Schade. Warte mal. Jetzt muss ich erstmal gucken. Karte. Okay. Muss ich mal hier hochgehen? Erinnerungseinheit. Na, ja, vielleicht komme ich später in die Bude rein. Wir müssen ja erstmal natürlich ein bisschen quatschen. Und ich glaube zu wissen, dass unsere Energie, die wir ja oben angezeigt haben, eigentlich auch wieder runtergeht. Ich kann mir aber nicht daran erinnern, dass ich so viel Kohle hatte. Beim ersten Mal. Das ist komisch. Grüße. Kann ich bei dir schon was kaufen? Nö. Der hat gar keinen Bock auf uns. Was hier? Ist auch doch nicht. Jedes Mal dasselbe. Was denn? Männer in dieser Stadt sind doch alles Mem. Eine Armee sollte mir helfen, aber nicht. Braucht ihr Hilfe? Salve. So viele Blumen. Euer Mann muss sehr glücklich sein. Ich bin die Glückliche. Ihr seid hier, um mir zu helfen. Mal sehen, was ich tun kann. Vorhin habe ich wohl einen falschen Eindruck vermittelt. Nein, überhaupt nicht. Ich habe keinen Mann. Die Blumen sind für ein Fest. Mhm. Bin ich eingeladen? Noch nicht. Claudia Auditores Geburtstagsfeier in der Villa? Ah, okay. Falls ihr mir helfen wollt, ich brauche jemanden mit Klasse, der mich begleitet. Warum glaubt ihr, ich hätte Klasse? Das habe ich gleich gesehen. Hä? Niemand hier hat ein solches Auftreten. Heb mal auf hier, warte mal, ob ich auch hin. Ich wäre sicher von euch beeindruckt. Oh. Was wisst ihr über Ezio? Ach, wer? Claudia hält große Stücke auf ihn, aber er besucht sie kaum. Kommst du jetzt? Wohl etwas distanziert. Was stehst du darum? Recht. Das war ich. Oh nein. Oh doch. Ihr? Oh doch, komm jetzt hier. Das Fest sollte eine Überraschung sein. Bitte sagt es nicht, Claudia. Wo willst denn du hin? Was bekomme ich für mein Schweigen? Da wird mir gewiss etwas einfallen. Ihr habt noch Bedenkzeit, bis wir da sind. Er ist back. Er ist einfach nur back. Und einfach erstmal, ja gut, er war ja lange unterwegs gewesen, ne? Erstmal wieder ihn verstecken. Wie man ihn kennt. Hat sich halt nicht geändert, der Junge. War, nein, Alter. Och, warum gehst du da jetzt hoch? Ja, ich beeile mich ja schon. Kann ich ja nicht riechen, dass die falsche Treppe hochgeht. Boah, ich hoffe, das wird mir nicht weiter passieren, dass ich dann jedes Mal abbreche, weil ich zu schnell vorwärts will. Ja. Also nur. Und jetzt zu meinem Schweigegeld. Ich habe schon eine Idee. Unter einer Bedingung. Egal was. Ihr müsstet bis morgen warten. Wenn ihr darauf besteht, an mir soll es nicht liegen. Das Warten wird sich lohnen, Ezio. Glaubt mir. Wahrscheinlich muss ich erst noch mal richtig rasieren und so. Und ja, man kennt's ja.
So, alles klar, der guten Dame. Hä? Hä? Der guten Dame haben wir geholfen? Ich weiß jetzt zwar nicht, was der Pfeil da anvisiert mit seinen 100 Metern, aber na gut. Wir gucken erstmal. Also, ich schätze mal auch, dass die ersten paar Folgen ein bisschen, ja, erstmal wirklich wieder reinkommen. Ein bisschen was hier machen, ne? Also, ein paar Billo-Aufgaben. Ist der andere jetzt oben oder ist der draußen? Na mal, ihn frage ich mal später. Ich glaube, er ist da oben, oder? Na ja, gut. Machen wir nachher. Erstmal gucken, was er hier hat. Moin. Buongiorno. Ezio, Mario wird mich umbringen. Ich habe sein Lieblingspferd verloren. Seid unbesorgt. Ich hole es zurück. Gott segne euch, Ezio. Trottel. So, wo ist denn eigentlich mein Pferd? Hä? Oh! Ach komm, nein, ich will da hinten. Nee, komm. Lass mich. Hallo? Drücken zum Aufsetzen habe ich gemacht, du Plinz. Warte. Sag mal. Ganz ruhig, dann schauen wir schon. Geht doch. War ja doch gar nicht so schwer. So. Äußer. Hier. Grazie, Ezio. Ich kann nicht mehr mit den Pferden mithalten. Versprecht mir, dass ihr eure Gesundheit genießt. Verbringt nicht so viel Zeit im Krieg wie euer Onkel Mario. Meine Schlachten wurden bereits gewonnen. Na, umso besser. Arrivederci, Ezio. Wenn er wüsste. So, okay, jetzt müssen wir aber trotzdem da hoch. Ich dachte, wir kommen vielleicht noch an der Stelle, wo wir leichter hochkommen. Ich gucke mal, ob ich hier ein bisschen durch die Kante. Lup. Ich habe übrigens auch mal nachgeguckt. Ich dachte, das wäre schon wesentlich länger her, aber ich habe das Spiel Tatsache erst vor knapp 2 Jahren das erste Mal durchgespielt. Also habe mich selber ein bisschen gewundert. So, moin. So, das sind die neuen Kanonen? Ja, Signor Ezio. Darf ich mal? Ja, aber... Na los, sag's ihm! Sie scheinen nicht richtig zu funktionieren und der Idiot, der sie montierte, ist verschwunden. Dann liegt es an mir, ihn zu finden. Wir wollen eure Zeit nicht vergeuden. Das ist kein Problem. Ich habe alle Zeit der Welt. Denkt er. So, okay, der Typ, wo ist der Typ? Das ist der Typ. Ich glaube nicht, dass der Typ hier oben ist. Ich glaube, der ist außerhalb, oder? Oder ist er doch hier oben vielleicht? Moment. Ach, er ist hier. Mahlzeit. Salve, Messer. Ihr müsst die Kanonen auf dem Wall reparieren. Lass mich in Ruhe. Ich repariere niemals vor dem Mittag. Wisst ihr, wie spät es ist? Ich mache Kanonen. Keine Uhren. Wenn ihr nicht wollt, repariert sie ein anderer. Uno momento. Niemand fasst meine Kanonen an. Soldaten haben keinen Respekt vor der Artillerie. Sie halten Feuerwaffen für Magie. Mhm. Doch man braucht Feingefühl. Muss sie ein bisschen ermutigen. Aber derzeit haben wir nur einfache Kanonen hier. Aber ich habe einen Entwurf aus Francia. Eine Handkanone. Oh. Man nennt es ein eisernes Handrohr. Stellt euch vor, Kanone aus der Hand abzufeuern. Du bist auch so ein eisernes Handrohr, Junge. Zukunft. Ja, kommst du mal ein bisschen dann voran hier oder mache ich so wieder zu schnell? So. Hier, reparieren. Typ. Eigentlich wäre ich jetzt davon ausgegangen, dass ich aber auf die Fresse hauen muss, um ihn zu überzeugen, aber irgendwie... Ach, das Spiel will mich nicht lassen. Was habt ihr getan? Sie benutzt. Sie sind nicht bereit zum Feuern. Ihr hättet uns alle töten können. Lasst mal sehen. Sein Atem ist tödlicher als unsere Kanonen. Nur wenn ihr beiden Narren damit schießt. Hier, versucht es.
Was hat er jetzt gemacht? Er hat einmal angeguckt und das war's dann, oder was? So. Sucht euch ein Ziel und prüft die Ausrichtung. Ja, ich guck mal. Warte. So. Danke. Machen wir gleich mal weiter. Obwohl wir das, glaube ich, in dem Spiel nicht großartig weitermachen konnten. Das war jetzt, glaube ich, bloß jetzt hier einmal und ich glaube, in irgendeiner Mission musst du das nochmal machen, was ein bisschen schade ist. Tschüss. Muss ich jetzt echt alle wegbalzen? Ne, ich brauch bloß 5. Okay. Einmal hier rüber. Hallo? Hallo? Ich weiß jetzt nicht, ob es genau drüber ist. Wahrscheinlich eher nicht. Ich lasse das mal. Hier drüben sieht es mir einfacher aus. Da sehe ich auch wenigstens, wo ich hinschieße. So. Ciao. Natürlich. Die Zielvorrichtung ist in Ordnung. Das Problem ist hinter der Kanone. Du musst mich gerade verarschen, bloß weil ich einen Millimeter zu... Oh nein, die Zielvorrichtung ist nicht in Ordnung. Wenn ich zweimal schießen muss, ist die Zielvorrichtung nicht in Ordnung. Siehst du? Kann mir doch keiner erzählen. So. Nochmal. Ja, mache ich ja. Gut, dann mache ich die halt oben auf dem Berg. Ach komm, Spiel, ernsthaft. Perfetto. Achso, ich habe ja 5. Wenigstens einer hier weiß, wie man schießt. Darf ich nochmal? Zu der anderen. Juhu. Ich muss gehen. Danke für eure Hilfe. Wenn ihr morgen Kanonen hört, keine Sorge. Wir üben bei Tagesanbruch. Schade, dass es euch nichts bringen wird. Sehr lustig. Nun repariert die zweite Kanone. Obwohl ich immer noch sagen muss, ich habe nicht gesehen, dass der da irgendetwas repariert hätte. Also, ne? So kann ich eigentlich auch hier runter, ohne zu sterben. Schwein gehabt. Ich freue mich schon drauf, wenn ich meine ganzen Fähigkeiten verliere und alles nochmal neu lernen muss. Es sei denn, die haben das von dem anderen Spielstand übernommen, aber es würde keinen Sinn machen. Ich habe ja eine neue Story gewählt. Und übrigens nur für die, die es vielleicht interessiert. Ich habe mal geguckt, ich habe gerade mal 65% synchronisiert. Also da fehlt eigentlich noch eine ganze Menge. Obwohl ich, glaube ich, von den ganzen von dem ganzen Sammelzeug doch, glaube ich, alles gemacht habe. Na gut, wir gucken erstmal, wie es unserer guten Familie geht. Buongiorno, Ezio. Caterina, was verschafft mir das Vergnügen deines Besuches? Ich brauche einen Verbündeten. Die päpstlichen Armeen marschieren weiter gen Forli. Deine Söldner wären von großem Wert für meine Sache. Ich kann dir wohl geben, was du brauchst. Doch reden wir später. Mutter. Machiavelli. Es ist getan. Aber wohl nicht so, wie wir es erwartet hatten. Ich betrat Il Vaticano und traf Rodrigo. Er erhob den päpstlichen Hirtenstab gegen mich, doch ich besiegte ihn. Zusammen mit Stab und Apfel konnte ich die Gruft öffnen. Dort sprach ein bewegtes Bild der Göttin Minerva zu mir. Sie sprach von einer Tragödie, die den Menschen in Zukunft zustoßen wird. Versprach aber Hoffnung durch verlorene Tempel, die den Menschen helfen. Und dann sprach sie mit einem Phantom, Desmond, als wäre er dort, stünde neben mir. Nach dieser Warnung verschwand sie. Erstaunlich. Unvorstellbar, welch Wunder! Die Gruft enthielt nicht die befürchtete Wunderwaffe. Eine gute Nachricht. Und diese Göttin, diese Minerva? War sie menschlich? Ja, doch die Worte zeigen das Gegenteil. Ihre gesamte Art starb vor vielen Jahren. Ich wünschte, ich könnte euch ihre Magie zeigen. Wer ist Desmond und wo sind diese Tempel, die Minerva erwähnte? Ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir danach suchen. Sagt mir, wie Borgia sein Ende fand. Winselte Rodrigo um Gnade? Fand er Ausreden? Bot er euch Macht an? Nein, nichts dergleichen. Interessant. Es überrascht mich, dass er die Fassung bewahrte. Ich ließ ihn leben. Der Spanier lebt?
Wenn unsere Feinde tot sind, können wir über Gruften, Götter und alte Orte reden. Hättet ihr ihn nur getötet, das werden wir noch bereuen. Ich bin nicht hier, um mich zu rechtfertigen. Gemeinsam müssen wir die Zukunft planen. Nein, ich muss umgehend nach Roma. Ezio, ich weiß nicht, warum du ihn verschont hast, aber ich traue deinem Urteil. Machiavelli wird sich beruhigen. Ein Glück, dass nicht alle in dem Orden so sind, ne? Wie der Herr. Alles klar, Maria Auditore. Ja, Machiavelli, okay. So, warte mal. Nein, du sollst mal nach oben. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob sie jemand überhaupt interessiert, aber wenn ich jetzt wählen müsste, weil die gute Katharina ja auch bei uns jetzt gerade ist, würde ich eher, ich glaube eher die bevorzugen und nicht die Dame, die uns da geholfen hat. Das kann man ja auch mal für so machen. Aber ist so meine Meinung und ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand interessiert. So, geht's jetzt mit der Familie weiter? Ich glaube schon. Willkommen daheim. Möchtest du nochmal? Das musst du nicht fragen. Es sollte einem Mann immer frei stehen zu wählen. Psst. Was war das? Das sind doch bestimmt nur Übungen. Merda. Ich muss Mario finden und die Truppen sammeln. Meine Männer sind im Hof. Ich werde sie umgehen und ihnen in die Flanke fallen. Pass auf dich auf. Das sind die Borgia. Wie konnten wir das übersehen? Sie müssen sich nachts im Osten gesammelt haben. Wir müssen sie aufhalten, bis die Bevölkerung geflohen ist. Ich erledige das. Benutze die Kanonen über dem Wall. Ich werde einen Frontalangriff führen. Habt ihr ihn? Ich habe ihn sicher. Die Borgia dürfen die Mauern nicht durchbrechen, bis alle in Sicherheit sind. Insieme per la Vittoria. Insieme. Onkel, sei achtsam. Bin ich. Habe ich, glaube ich, dem guten Ezio ein bisschen vorweggegriffen, oder? Okay, aber gut. Okay, jetzt weiß ich, oh Gott, Entschuldigung. Jetzt weiß ich auch, wie ich jetzt alles verloren habe. Gut zu wissen. Bin ich überhaupt richtig? Muss ich, doch. Okay,
natürlich, das war, lag nämlich auch an unserer Rüstung, dass wir so gut ausgestattet waren. Also, gesundheitstechnisch, ne? Das andere versteht sich von selbst. Wow, was nu? Nein! Alpha-Wand. Auf ernsthaft. Komm, komm, komm. Nun mach! Nun wart da nicht so ab, Mann. So, Kanone, 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 Kanone. Wo haben wir hier Kanone? Ich sollte mal vielleicht auf die Minimap auch mehr achten. Senior Auditore, ja, ja, ich bin. Hat er gerade gesagt, Schnauze? Hallo? Alter, hau ab da, Mann. Das, okay. Vernichtet ihre Kanonen! Oh Gott. Ja, ich werde es versuchen. Nein, das war voll daneben schon mal. Okay, voll daneben vielleicht nicht, aber fast daneben. Und die Stadt hält nicht wirklich viel aus. Ich bin, glaube ich, einfach zu schlecht, oder ich habe mich nicht wirklich genug beeilt. Geht doch, jetzt sind mal zwei hier dran. Schießen die überhaupt? Nein! Auf Dreck, ey. Kann ich hier nicht auch einfach reinlinsen? Das geht. Ja, tut mir leid, Mann. Was soll ich nun machen? Kann auch sein, dass ich das öfters mal machen muss. Tschüss. Ihr müsst auf die schießen, Senior. Ja, ich bin dabei, Mann. Wenn du die Dinger schneller nachlegst, dann klappt das auch halt. Ich habe das Gefühl, nur die feuern irgendwie, die von der Seite irgendwie nicht so krass. Nein, das war vorbei. Oh. Ganz ehrlich, das kannst du nie und nimmer schaffen. Ja, natürlich. Warte, hier vielleicht. Hallo, wo ist denn? Haben die Kanonen ja echt viel gebracht, ne? Wir sind so am Arsch. Kann ich das Ding da nicht wegflanken? Was auch immer das da ist, ich halt. Einige Bürger konnten noch nicht fliehen. Macht weiter! Ja. Alter, von hier treffe ich die Dinger doch da nie. Das sind viel zu viel. Alle Einwohner sind außerhalb der Mauer. Ach so, ich muss das. Oh Gott. Ja, warum nicht beeilen die sich jetzt mal? Oh Gott sei Dank, sind alle weg? Dann kann ich ja hier nochmal einen reinlünzen, oder? Wir haben sie gerettet. Wartet, Soldaten erklimmen die Mauern. Senior, vergesst die Kanone. Ihr müsst sie aufhalten. Geh! Ja, natürlich. Ich mache hier weiter. Womit? Ah ne, das ist ja unser eigener. Entschuldigung. Das ist ja unser eigener. Ja, toll, lol. Alter. Mich verarschen? Oh. Tötet sie alle! Ja. Geht das schon? Jawohl! So. Alter. Tschüss. Und tschüss. Okay, gut. Alter. Wiedersehen. So, der nächste. Läuft. Warte. Stopp, genau, du. Das ist noch ein wenig hakelig. Ich habe das nicht so in Erinnerung, aber vielleicht liegt es auch an den anderen Assassin's Creed-Spielen, die ich gezockt habe. Moin. Das Blöde ist, ich konnte hier, glaube ich, noch keine Doppelklinge irgendwie verwenden, oder? Also so für Doppelattentate und sowas. Alter. Außerdem müsst ihr echt scheiß stumpfe Schwerter haben, wenn ihr mich genau trefft und. Wow. Dann nicht mehr dabei rumkommt. Ha. So, ja. Ich habe jetzt hier alle weg. Und nur? Was du, Mann? Sie brechen durch das Tor! Ich weiß, ihr seid da, Ezio! Der Papst erzählte mir alles von euch und eurer kleinen Bruderschaft. Und davon! Gebt mir die Büchse von seinem Freund.
Es gab zu viel Blutvergießen. Ich glaube, eine Aussprache ist angebracht. So nehmt dies als Einladung von meiner Familie an eure. Master, ich kann gehen. Vorsicht! Da kommen sie! Zieht euch alle in die Villa zurück! So kann ich nicht kämpfen. Steht mir bei! Yes. Ja, wir haben voll Bock. Halt! Oh, der ist weg. Was wolltest denn du jetzt gerade machen? Ich gehöre zu dir, Junge. Okay, da kam ich zu spät. Ja. Okay, den mag ich. Juhu! Juhu! Ernsthaft? Ich wollte gerade sagen, wäre ja mal schön, wenn er das nicht nur mit den Fäusten macht. Aber gut zu wissen, dass der auch so stark ist. So, weiter geht's. Aber die Villa ist doch fast nur noch Schutt und Asche. Also was sollen wir da großartig? Ezio! Gut, ich dachte, unsere Familie wäre geflohen und wäre in Sicherheit. Da lag ich wohl ein wenig falsch. Was war das denn jetzt gerade? So, hallo. Tschüss. Es geht teilweise echt viel zu leicht. Tschüss. Und, Kollege. Da ist er. Bist du besoffen, Junge? Wofür mit der Scheiße? Du genauso, Assi. Geh in den Altarraum. Folgt mir. Jo, machen wir. Ach, ich will keine Ziele wählen. Ich will einfach mal. Ich muss Ziele wählen, okay? Er macht's schon wieder. Warum hast du wieder keine Waffe dabei? So geht's doch schneller. Oder? Naja, eigentlich nicht. Wenn ich mir überlege, dass ich mit zwei Schlägen die gekillt habe. Tschüss. So, noch welche Herrschaften, die hier gern ein bisschen Trouble möchten. Hallo? Was? Nein, nee, warte mal. Nein, hallo, Waffenrad. Stimmt, konnten wir hier auch schießen? Ach so. Ja, gut, habe ich mir ein bisschen zu sehr Zeit gelassen, aber egal. Wir haben es ja trotzdem geschafft. Oh nein. Oh doch. Ich werde sie aufhalten. Halt, wartet auf uns. Wir hielten euch für tot, Herr Ezio. Noch nicht. Wohin führt dieser Weg? Nach Norden, vor die Mauer. Bin überrascht, dass es ihn gibt. Lasst mich durch. Ich muss den Truppen helfen. Schnell, Ezio! Wo ist Mutter? Ist sie wohl auf? Ich bin hier, Ezio. Grazie a Dio. Wir konnten nicht ohne dich gehen. Der Weg wird sehr gefährlich. Beschütze Mutter. Wo ist Mario? Ich dachte, er würde auf uns warten. Das Borgia-Fußvolk umzingelt die Stadt! Mario ist tot. Ihr müsst von hier verschwinden. Bring Mutter nach Firenze. Bringt mir ein Pferd. Du kommst nicht mit uns? Wohin reitest du? Nach Roma. Geh, mein Sohn. Vernichte sie. Doch vergiss nicht, für wen die Assassinen kämpfen.